machte Spaß, Linda beim Erzählen zuzuschauen. Jedes ihrer Worte sprach sie mit einer schlafwandlerischen Selbstsicherheit aus, dass ich die ganze Zeit nur neidisch nicken konnte. Wobei ich natürlich versuchte, mein Nicken zustimmend und nicht neidisch aussehen zu lassen. Bei den Gangbang habe ich einmal mitgemacht. War als Erfahrung nicht schlecht, aber nochmal würde ich es auch nicht machen. Mit all diesen Worten ließ sie mich allein in der tiefen Stille der Küche zurück und biss herzhaft in ihr Erdbeercroissant. Nach am liebsten.